Hallo. Ich bin jetzt hier auf dem Weg nach Jelenia Gora. D30 folgen. Hab gerade getankt für Benzin, hat jetzt hier gekostet an der Tanke 6,58 €. Das war der heutige Tageskurs, waren 4,61 Swotti für einen Teurer. Das heißt, die 6,58 Swotti für einen Liter entspricht 1,43 € fürs Benzin. Und das Diesel war bei 7,89 €. In Deutschland habe ich heute früh Preise gesehen vom Benzin 1,97 € und Diesel 2,17 €. Ich bleibe jetzt mal beim Benzin, also da sind es jetzt 1,43 zu 1,97, also 50 Cent der Liter Unterschied wieder. Das sind dann beim Pkw werden das dann 50 € auf die Tankfüllung und bei mir 75 €. Das lohnt sich dann schon hier rüber zu kommen. Dann habe ich hier an der Tanke gleich noch Kartoffeln gekauft. 5 Kilo sagt für 7,50 €. Und 2,5 Kilo Karotten für 5 €. Das müsst ihr jetzt ausrechnen. Also beim heutigen Tageskurs, das letzte Mal habe ich es mal ausgerechnet, bei den Kartoffeln wäre das ein Kilopreis von 26 Cent. Aber heute haben wir ja 4,61 € gehabt. Da könnte es also billiger sein. Aber es ist trotzdem ein unschlagbarer Preis. Ich weiß nicht, wie der das macht. Und selbst im Supermarkt ist es da nicht so billig. Ja, in Deutschland ist halt jetzt der Sprit wieder Gold, ja, mit 2 € oder über 2 € sogar beim Diesel. Also das ganze Leben lang, weiß ich, war immer das Diesel billiger als das Benzin und jetzt seit ein paar Monaten ist es immer umgekehrt. Das Diesel ist immer 20 Cent teurer als Benzin, also ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber ich bin froh, dass ich hier Benzin fahre und kein Diesel. Aber die Dieselfahrer, vor allem die Pkw-Dieselfahrer, die ja, soweit ich weiß, beim Pkw ja höhere Steuern bezahlen beim Diesel als wie mit dem Benziner, die werden sich jetzt ärgern. Weil zum einen zahlen sie mehr Steuern, mehr Kfz-Steuern und zum anderen ist jetzt das Diesel teurer als wie. Richtig wäre es jetzt in der Situation, die Leute bei der Kfz-Steuer zu entlasten, wenn man eine Regierung hätte, die fürs Volk da wäre, aber die Regierung ist ja für die Konzerne da. Das sieht man ja auch an dieser Gasumlage. Na? Die Gasunternehmen, die Gasversorger, die uns jetzt seit Monaten abzocken und das Geld aus der Tasche ziehen, denen muss man jetzt noch die Gewinne retten, weil sie ja jetzt nicht mehr das billige Gas aus Russland kaufen können, sondern das russische Gas in Indien oder so wo kaufen müssen, wo es dann halt ein bisschen teurer ist, weil der Zwischenhändler auch was verdienen will. Und da müssen wir jetzt die retten. Also ich bin jetzt zum Glück keiner, der mit Gas heizt zu Hause. Aber eine bodenlose Unverschämtheit ist das schon. Und dann stellt sich der Minister hin und sagt, ja, die Gasunternehmen, die müssen ja auch mit Gewinne arbeiten. Was heißt, die müssen mit Gewinne arbeiten. Die können ja auch mal Verlust machen. Wenn ich jetzt mit meiner Firma mal mich verkalkuliere oder der Handwerker, der ein Haus baut, und kalkuliert und dann werden die Materialpreise teurer und dann hat er eben auch nicht mehr den Gewinn. Da sagt auch niemand, ah, ihr müsst ja Gewinn machen, jetzt gebt mir euch Geld aus dem Steuerzettel, damit ihr eure Gewinne wieder habt, sondern da heißt es halt,
unternehmerisches Risiko, hab da halt Pech gehabt, müsste halt jetzt mal mit Verlust leben. Aber die Konzerne, die dürfen nicht mit Verlust. Wenn die Gewinne machen, dann tun sie alles, damit sie die Gewinne nicht versteuern müssen und verschieben sie ins Ausland oder sonst wo. Und wenn sie Verluste machen, dann muss es dann auf uns Bürger umgewälzt werden. Also nach dem Prinzip Gewinne privatisieren und Verluste sozialisieren. Das kann es nicht sein. Ja. Das ist eine bodenlose Unverschämtheit, dass die Regierung so auf die Konzerne schaut und uns normale Bürger verrecken lässt. Ne? In anderen Ländern, in der EU, Länder, also das sind jetzt nicht irgendwelche Länder irgendwo weit weg, sondern in der EU, die haben schon längst diese Übergewinnsteuer eingeführt, um diejenigen, die sich jetzt an der Krise bereichert haben, mal abzuschöpfen, um dieses Geld dann den Bürgern zu geben. Ne? Und in Deutschland läuft es genau umgekehrt. Da wird den Bürgern das Geld aus der Tasche gezogen, um den Konzernen in den Hintern zu blasen. Ne? Also wenn das so weitergeht, ne? ich habe jetzt wieder einen Kunden verloren, der schließt am Ende des Monats sein Geschäft. Nee, das ist, wir haben ja schon September, der hat sein Geschäft jetzt schon geschlossen. Weil er die höheren Energiepreise einfach nicht mehr bezahlen kann. Der hat jetzt von seinem Versorger die Heizkosten, haben sie eben erhöht von bisher monatlich, die Abschlagszahlung waren jetzt bisher monatlich 200 irgendwas Euro und jetzt soll er 900 Euro im Monat bezahlen fürs Gas. Ne? Ja, da hat er gesagt, muss er seinen Laden zuschließen, weil die Ladenmiete und die ganzen anderen Nebenkosten und andere Sachen sind auch gestiegen. Das lohnt sich nicht mehr, macht nur noch Verlust. Das wirkt sich natürlich dann auch auf die anderen Leute aus, so wie mich, die dann da noch mit dranhängen. Da fragt keiner von der Politik, können wir euch helfen, können wir euch ein bisschen Geld geben oder euch entlasten oder irgendwas, interessiert einfach niemanden. Ne? Geht halt der Mann pleite mit seinem Geschäft. Aber die Konzerne da, die werden verhätschelt und vertätschelt. Und wenn das so weitergeht, viele Bürger, die haben es ja noch nicht realisiert, aber der dicke Hammer, der kommt ja noch, weil bei vielen Leuten wird jetzt so dann gegen Ende des Jahres die Heizkosten Vorauszahlung erhöht werden. Muss ich bei meinen Mietern ja auch machen, die Nebenkostenpauschale. Na, ich hatte, das ist der nächste Hammer. Ich habe mir ein Haus gekauft, um Wohnungen zu vermieten, weil man gedacht hat, na gut, wenn du die Wohnungen vermietet hast, wenn du mit dem Geschäft pleite gehst oder so, hast du immer noch die Mieten. Musst du nicht auf Hartz IV runterfallen. Ja, jetzt muss ich mir auch noch Sorgen machen, dass vielleicht die Mieter die Nebenkosten nicht bezahlen können dann und ich dann auf die Nebenkosten sitzen bleibe, ne? Dass ich da auch noch Verlust mache. Das ist ja nicht mal auszuhalten so. Und da werden wird es bei vielen Leuten noch ein böses Erwachen geben. Und ob da dann Demonstrationen, ob das alles friedlich dann bleibt, das glaube ich nicht, weil viele haben jetzt echt die Schnauze voll. Nach 2 Jahren Corona-Hysterie, wo man schikaniert wurde und gemacht, ne? Das ist auch so ein Thema. Nirgendwo gibt es mehr Corona. In Frankreich ist das jetzt total auch abgeschafft. Ne? Wer jetzt von Deutschland mit dem Zug nach Frankreich fährt, der muss also in Deutschland im Zug mit dem Maulkorb aufsetzen und an der französischen Grenze darf er dann den Maulkorb abmachen. Total, total sinnlose Politik, die wir hier haben. Nur Schikane. Seit 2 Jahren wird man nur schikaniert. Und jetzt wird man auch im Regen stehen gelassen mit die hohen Preise überall. Also der Tankrabatt, der jetzt immer gesagt wurde, Tankrabatt, also die Steuerermäßigung, ist es ja eigentlich, es war kein Tankrabatt. Steuerermäßigung, die hat sich ja nicht richtig ausgewirkt, weil man vergessen hatte,
dem Benzinpreis zu deckeln. Und da haben die Konzerne natürlich erst die 30 Cent, also bevor die 30 Cent Ermäßigung kamen, die Steuerermäßigung, haben die schon mal den Benzinpreis angehoben, damit es dann nach der Steuersenkung nicht zu weit nach unten fällt, damit sie nicht zu wenig verdienen. Ne? Andere Länder haben das ja eingeführt mit der Obergrenze vom Spritpreis, dass es einfach nicht mehr kosten darf und fertig. Warum das in Deutschland wieder nicht möglich ist, weil, wie gesagt, weil wir ja eine Regierung haben, die nur an die Konzerne denkt und nicht an die normalen Leute. Ja, und wer jetzt weiter drinnen im Land lebt und nicht in der Lage ist, mal eben nach Polen zu fahren, wo man 50 Cent je Liter sparen kann, der hat halt ein großes Problem. Aber ich meine, es hier bei mir mit 1,40 Euro für den Liter, also meine Preiskalkulationen früher mit den Kunden, das war ja noch zu einer Zeit, wo es Benzin 1,25 gekostet hat. Gut, bei 1,40 jetzt kann ich den, das geht noch, da komme ich noch über die Runden, aber bei 2 Euro, wenn ich da fahren müsste, da müsste ich mir noch einen Nebenjob suchen, um mir mein Geschäft leisten zu können oder irgendwie oder was. Nee, das ist also nicht mehr feierlich, wie die uns verarschen. Ja, übrigens, hier sind wir jetzt noch in Ljubljana. Bin sehr interessiert, was das hier für eine Stadt ist, wo wir gerade durchfahren. Und jetzt lese ich das auch, weil sonst muss ich mich noch mehr aufregen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und gute Fahrt und tschüss.